Moin Moin und willkommen zu einem neuen kleinen Pickup-Video. Erstmal vielen Dank für über 600 Abonnenten. Jungs und Mädels, ihr seid super, ich liebe euch. Wisst ihr, schönen Dank. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ihr wisst, ich war in Österreich und in Italien, also erst in Italien und auf dem Rückweg nochmal in Österreich. Und das hier habe ich ja schon gezeigt, so als kleines Special. Ich hoffe, man sieht das jetzt, dass es nicht so sehr spiegelt. Vom One Piece Card Game. Ich hatte erst überlegt, da tiefer einzusteigen, aber es gibt da schon wieder viel zu viel und das eskaliert dann wieder und da habe ich gedacht, nee, dann lassen wir das lieber. Aber diese Special Card Edition, die kam jetzt 28 Euro im Gameware in Innsbruck und die fand ich eigentlich sehr schön. Ich hoffe, man kann die Karten alle sehen. Das sind alles Foil-Karten und ich denke mal, ich werde mir da einen passenden Bilderrahmen besorgen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt gut. Das werde ich sehen, wenn ich das Video checke. Und wir sind nochmal alle auf einen Blick. Und die werde ich mir in den Bilderrahmen machen und dann hier irgendwo schick hinhängen. Weiß ich noch nicht, aber das ist der Plan. So, und dann kommen wir zu Videospielen. Und wir fangen an mit Nintendo. Und zwar mit der Switch. Ich habe diesmal nur, also hauptsächlich Current Gen. So, und da haben wir einmal aus dem Edeka hier. Damit fangen wir an. Road 96. Das ist ja so ein, ja, wie erkläre ich das? Ihr spielt halt so eine Truppe Jugendliche, ne? Oder ihr spielt halt die einzelnen Handlungsstränge und ihr müsst versuchen, euer Land zu verlassen auf unterschiedlichsten Wegen und ihr könnt dabei Entscheidungen treffen und je nachdem, was für Entscheidungen ihr trefft, können sie es entweder packen oder sie packen es halt nicht. Und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, das zu spielen. Finde ich eigentlich einen ziemlich coolen Ansatz. Sag ich mal, also ihr müsst quasi aus dem Land, in dem ihr lebt, fliehen. Und ihr habt halt diese verschiedenen Jugendlichen, deren Handlungsstränge ihr dann spielt. Wie gesagt, finde ich eigentlich ein sehr cooles Konzept. Wollte ich eigentlich für die PS4 haben, weil ich ja da die meisten Indie-Dinger habe aus dieser Richtung. Aber es gab es jetzt für die Switch und ihr seht, für 12,99, da konnte ich das nicht liegen lassen. Und ja, warum nicht? Dann spiele ich es halt auf der Switch, ist auch nicht so schlimm. Vielleicht kommt es irgendwann mal noch günstig für die PS4, dann schaffe ich es mir nochmal an. Aber wie gesagt, Schnapper. Weiter geht's. Jetzt kommen wir direkt zum Gameware Innsbruck. Also wirklich schöner Laden. Ich war da schon ein paar Mal, immer wenn ich irgendwie durch Österreich komme. Und die haben immer eine tolle Auswahl. Sind jetzt nicht ganz billig. Da gibt es übrigens auch Evercade-Module. Die haben auch immer eine ziemlich große Auswahl sogar. Und die haben aber auch so ein paar kleine exotischere Schmankerl, sag ich mal, und da habe ich mir einmal mitgenommen, Baten Kaitos 1 und 2. Das war auch, glaube ich, gar nicht so billig. Also über 50 auf jeden Fall, ich weiß es jetzt nicht mehr. Finde ich aber super, das jetzt für die Switch zu haben, denn für den GameCube gibt es ja nur den einen Teil, beziehungsweise der Origins-Teil, also der andere, was sozusagen die Vorgeschichte ist, der ist ja NTSC-exklusiv. So, das heißt, für unseren PAL-Raum gibt es nur einen Teil. Und hier sind jetzt halt beide drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob der Origins jetzt offiziell Teil 1 oder 2 ist, weil eigentlich ist er ja die Vorgeschichte. Muss ich sehen. Werde ich mich reinfuchsen und habe ich richtig Bock drauf. Ist ja wie gesagt so eine Art Kartenspiel. Ihr habt ein RPG und spielt aber eigentlich mit Karten. Finde ich ein sehr, sehr cooles Konzept und finde ich mega, dass wir das jetzt für ein aktuelles System bekommen. So. Und jetzt eigentlich so ein absolutes Highlight für mich, und zwar Chrono Cross Radical Dreamers Edition. Da war ich schon lange scharf drauf. Das kam, glaube ich, sogar ein bisschen über 60. Aber das wollte ich sowieso unbedingt haben und die hatten das da stehen und dachte mir, hey, komm, das musst du jetzt mitnehmen. Und das Coole ist an dem, ich habe ja Chrono Trigger und Chrono Cross in meiner NTSC-Abteilung für die PS1, alle beide. Ja, wer das Video dazu kennt, der weiß das. Aber hier ist halt dieses Radical Dreamers auch mit drauf. Also diese Visual Novel, die quasi Satellaview exklusiv, also für das SNES Satellaview Add-on Japan exklusiv war, diese Visual Novel, die ist hier mit drauf und die kann hier wohl auch gespielt werden. Ich bin gespannt, freue mich drauf. Das ist ja sozusagen, das spielt nach Chrono Trigger, ist aber die Vorgeschichte für Chrono Cross. Und das wäre richtig cool. Was noch cooler wäre, wenn man jetzt Chrono Trigger auch noch kriegen würde, für die Switch, dann könnte man das schön so am Stück auf der Switch durchdaddeln. Aber mal sehen, ich weiß nicht, vielleicht kommt das irgendwann noch von Square.
Wäre cool, aber naja. Wir lassen uns überraschen. Auf jeden Fall bin ich mega happy. Richtig geil. Richtig cooles RPG. Und ja, dann werden wir uns mal Radical Dreamers ansehen. Als kleines Bonus obendrauf. Ja, und sie haben wir auch ein bisschen was verbessert. Ich habe da schon mal ein Review zugesehen. Das soll wohl trotzdem an manchen Stellen ein bisschen hakeln. Einfach weil das der originalen Hardware geschuldet ist. Und weil man da auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie war das. Hatten sie da irgendwie den Source Code verloren und mussten sich da was zusammenfummeln? Ich weiß es nicht mehr. Aber sie haben wohl so ein paar Sachen remodelt und es sieht wohl ein bisschen hübscher aus und in HD. Und ich bin gespannt. So. Und dann kommen wir mal nach Venedig. Zum Game Up. Ich dachte mir, wenn Venedig nur diesen einen Gamerladen hat, dann müssen wir den auch abchecken. Ja? So, und dann bin ich dahin. Ja, also gleich vorweg, für Auswärtige lohnt der Laden sich nicht. Also, er ist winzig klein. Ich hatte ja das Foto gezeigt. Vielleicht fummel ich es hier auch nochmal rein, aber ihr habt das ja in meinem Community-Post gesehen. Ja, der Laden ist winzig klein. Wie gesagt, ist wahrscheinlich nur für die Locals. Na, ihr könnt da halt eure aktuellen PS4 und PS5 Releases bestellen. Ihr könnt da Switch bestellen. Xbox habe ich da gar nicht gesehen. Und da gab es noch eine winzig kleine Ecke mit Funkos und eine kleine Ecke mit gebrauchten PS3 und PS4 Games. Und da habe ich tatsächlich was gefunden. Und zwar für die PS3 Watchmen, The End is Nigh. Ja, Parts 1 and 2. Und das sah irgendwie cool aus. Und ihr seht hier hinten schon 8,99. Und da habe ich mir gedacht, das nimmst du mit. So. Und eigentlich soll hier noch exklusiver Collectible-Kram drin sein. Also hier ist erstmal so ein, keine Ahnung, Dingsy drin. Watchmen Timeline. Finde ich ja immer lustig, wenn so Bonus-Krams drin ist. Will nur gucken, dass ich es vernünftig wieder zusammenbekomme. Ja, Heftchen und so weiter ist auch alles drin. Und das sah irgendwie cool aus. Ich hatte es auch gelesen. Ja, Gut-Punching, Bloody and Brutal Combat. Ja, gibt auch einen Koop-Mode. Ist für mich jetzt weniger interessant. Aber sieht nach einem schönen Actionspiel aus und habe ich gedacht, für 9 Euro kannst du machen. Ansonsten, wie gesagt, der Standardkram, ne, den man so bestellt, wenn du nur einen kleinen Laden hast und dann sagst du, Mensch, nächste Woche ist das Release von XY. Ich gehe dahin, bestell mir das vor, dann haben die das da, wenn ich es haben will. Ja, für was anderes ist der Laden eigentlich nicht gewesen. Also, ja. Und dann kommen wir wieder zurück nach Innsbruck ins Gameware. Den Laden kann ich, wie gesagt, mega empfehlen. War ich, wie gesagt, schon oft. Und ich habe mir auch ein paar schöne Sachen für die PlayStation 4 und 5 mitgenommen. Da haben wir einmal Cat Quest und Cat Quest 2. Das Possum Pack, das ist quasi, ja, das sind zwei RPGs mit Katzen. Und in diesem Possum Pack gibt es quasi beide Teile. Es gibt auch jeden Teil einzeln, wenn man das möchte. Na, und das ist halt dieses Pack, das ist halt nur eine Hülle und ihr habt beide Teile drin. Finde ich sehr cool. Ja, und das stand da jetzt für, ich glaube, um die 30, bisschen über 30. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, wollte ich schon lange haben. Den Preis fand ich okay. Und da habe ich gedacht, gut, dann ist das mit. Und da ist es. Ich wollte ja eigentlich für meinen N64 Fullset mal wieder was Schönes anschaffen. Und ich habe da auch so ein paar Perlen auf dem Zettel, die ich gerne noch hätte. Gut, ich muss jetzt eh Pause machen, weil meine Jungs mir was schenken wollen aus unserer Gruppe. Deswegen muss ich mich da eh zurückhalten, weil ich vermute mal, das wird wieder irgendwas in der Richtung sein. Weiß ich natürlich nicht. Aber vermute ich jetzt einfach mal. Und ich dachte, wenn ich hier so Last-Gen-Kram mir kaufe, dann grätsche ich denen da auch nicht rein. So, und dann gab es Tales of Symphonia für die PS4. Ja, gibt es mittlerweile auch für die PS5, das Remaster, ne? Aber ich wollte es für die PS4 haben, weil ich habe alle anderen Tales of Teile auch für die PS4. Ja, also Zestiria, Berseria, Arise und was war Nummer 4? Wer wäre die anderen 4? Habe ich auch für die PS4. Die es gibt für die PS4 und dann habe ich das jetzt auch und dann stelle ich das damit dazu. Ja, wie gesagt, die Tales of Xillia Teile 1 und 2 hätte ich gerne mal noch für die PS4 oder für die PS5 auf jeden Fall irgendwie auch nochmal an einem Remaster, das wäre cool. Aber das werde ich wohl nicht erleben, schade eigentlich. Naja, gut. Weil ich die eigentlich immer am liebsten gespielt habe, bin ich ganz ehrlich. So, und ja. Ich meine, wir können die Box mal aufmachen hier. Da ist ja ein bisschen Schnullibulli drin. Ich glaube, ein Steelbook und
Die hatten das auch tatsächlich in der Standardversion und das hätte mir eigentlich auch gut gefallen. Also mir hätte die Standardversion eigentlich gereicht, bin ich ganz ehrlich. Ich brauche ja nicht unbedingt ein Steelbook und ein Schuber und bla. War auch das erste Mal überhaupt, dass ich die Standardversion gesehen habe, denn so im Mediamarkt und so habe ich immer nur diese Sonderedition hier gesehen mit dem Pappschuber drum. Aber die Standardedition kam halt nur 1,5 € weniger. Und da dachte ich mir, okay, ob ich nur, ich weiß gar nicht, so teuer war es, glaube ich, gar nicht. Ne? Ob ich nur die ja kaufe, glaube ich, für 21, oh nee, für 19 und die andere für 17, dann kann ich auch die gute kaufen. Na, hier sind ja noch die Sticker drin. Und dann haben wir hier ist noch was drin. Ja, kleine Postkarten. Wir ziehen die hier mal raus. Halt. Können wir den Streifen hier ein bisschen abziehen. Ja. So, die habe ich euch gezeigt. Na, und dann haben wir noch diese und diese. Und dann mal gucken. Dann gucken wir jetzt mal noch ins Steelbook rein. Jetzt gucken wir uns jetzt auch noch an, wenn wir schon mal dabei sind. So, hier haben wir erstmal das Steelbook. Tales of Symphonia Remastered. Ich habe das auch für den GameCube, glaube ich. Oder habe ich es noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es auf jeden Fall gespielt schon. Und fand das gar nicht so geil, bin ich ganz ehrlich. Also optisch damals. Auf jeden Fall habe ich es gespielt, das weiß ich. Da drin ist natürlich nichts mehr. Bisschen Blazettelei. Keine richtige schöne Anleitung, leider. Und halt die CD. Und mal gucken, ob mir das Remaster besser gefällt. Wie gesagt, ich weiß genau, ich habe das gespielt, nachdem ich Tales of Cydia gespielt habe, habe ich das angefangen. Aber irgendwie hat mich das nicht so gepackt. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, warum. So, wir werden erstmal alles wieder schön einpacken. Eigentlich ist das Steelbook viel zu schade, um das so ins Regal zu stellen. Muss ich mal sehen, was wir da machen. Ja, wie gesagt, und ich werde mich danach mal besuchen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht war es auch damals irgendwie nicht die richtige Zeit. Keine Ahnung. So, und dann haben wir als letztes für die PS5 haben wir noch Death's Door. Ja, wenn ich mich recht besinne, seid ihr ein Rabe und müsst die Seelen der Toten ins Totenreich begleiten, glaube ich. Und euch haut einer ab. Und ihr müsst dann dieser Seele durch die Welt hinterher flitzen und ihn wieder einsammeln. So ist quasi die Prämisse der Geschichte. Es ging, glaube ich, auch gar nicht so lange. Ich glaube, so ein 8-9-Stunden-Spiel. Und das finde ich halt vom Stil her sehr cool und dachte mir, wenn du das mal günstig irgendwo siehst, nimmst du es mit. Und ich kann euch jetzt gar nicht mehr sagen, was ich bezahlt habe. Das Blöde ist halt, ich klebe auch keine Schildchen drauf. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, aber ich dachte, ich mache das Pickup jetzt fertig, bevor ich auf die Retrosa fahre. Weil ich da ja sicherlich auch wieder ein paar schöne Sachen finde. Und ja, weiß gar nicht mehr. Also, ein 20 habe ich locker bezahlt, denke ich. Aber habe ich Bock drauf. Ist eine schöne Perle für die PS5. Hätte ich mir auch für die PS4 gekauft, aber die hatten es jetzt für die PS5 da. Und dachte ich, gut, das wäre ein kleines Indie-Ding für die PS5. Spielt im Prinzip keine Rolle. Und ja, da ist es. Und ich bin mal gespannt. So, und das war es auch schon mit den aktuellen Pickups. Wie gesagt, ich werde jetzt dann nächstes Wochenende auf der Retrosa sein mit meinem Kumpel Thorsten. Und dann werden wir mal gucken, was da noch so Schönes gibt. Ich bin gespannt. War sehr lustig letztes Jahr und ich habe eigentlich auch schon voll Bock drauf. Ich freue mich richtig. Mal wieder. Gut, die Fahrt dahin ist immer ein bisschen der Tod, ne? Weil das sind für mich, glaube ich, über 6 Stunden bis da runter. Saarland ist halt das Ende der Welt, ne? Aber scheißegal, die Börse war cool letztes Mal und wir hatten ein tolles Wochenende und ich denke mal, das wird diesmal genauso episch. So, ja, dann würde ich sagen, wir sehen und hören uns. Am PS3-Video bin ich dran. Das wird jetzt gerade in diesem Moment weiter bearbeitet und ja, freut euch drauf, wenn es kommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.